Leute, ich habe es durchgezogen. Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie billig die Tastatur kaputt gegangen ist. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich zeig's euch am besten mal. Die Tastatur sah am Ende nur noch so aus, wie als ob man die mit so einer Katana zerteilt hätte. Was lernen wir da draus, Kinder? Hände weg von Zigaretten und Alkohol. Nee, Spaß, Leute. Lasst wirklich die Finger weg davon. Erst letztens war das so, ich war mit ein paar Freunden unterwegs. Da hat mir der eine die Kippe angeboten. Daraufhin wollte ich ihn verprügeln und ihm die Kippe entreißen und anschließend die gestohlene Kippe zurück diagonal in den Arsch schieben. Okay, ich merke gerade, wir weichen gerade vom Thema ab. Denn ich frage mich, wie billig kann so eine Tastatur sein, dass sie einmal so leicht durchbricht? Ich habe heute noch ein Thema am Start, nämlich hat mir jemand einen ganz netten Kommentar geschrieben. Auf jeden Fall geil von ihm, dass er mich darauf hinweist, dass ich likegeil geworden bin. Nochmal Dank an dich, du Hudensohn. Ich habe als nächstes geplant, ein Gewinnspiel auf den Kanal zu bringen, also so ein Weihnachtsgewinnspiel. Das wird dann vermutlich auch als nächstes Video folgen. Also ich will sehr viele Sachen hier auf diesem Kanal anstellen. Oh, kann man ein bisschen zweideutig denken. Oh. Denn bald ist Silvester, Leute. Ihr wisst nicht, was ich alles anstellen möchte an Silvester. Ich habe vor, Kinder anzuzünden, Senioren zu zerbomben und vieles mehr. Aber jetzt ist auch mal gut. Viele Leute haben sich beschwert, warum ich so kurze Videos immer mache. Also das liegt dran, weil...